Leute, hier ist euer PrimalLP und es geht weiter mit einer weiteren Folge von Let's Fly. In den vorigen zwei Folgen sind wir mit einem Airbus A321 von der Airline Thomas Cook in Frankfurt gestartet und haben uns auf den Weg nach Split in Kroatien gemacht, wo wir auch jetzt unterwegs sind. Ja, wo wir auch jetzt noch hin unterwegs sind. Ich raff's nicht. Ja, setzen wir uns doch mal in das Cockpit. Und wer genau schaut, dem wird es auffallen. Hier ist unser Top of Descent in circa 60 Meilen. Das bedeutet für uns Descent Preparation Checklist, die ich mir ja selbst aufs Papier ausgedruckt habe, damit ich die wie im echten Cockpit in der Hand halten kann. Machen wir die mal durch. Seatbelt Signs. Set on. Landing Information. Ach so, ja. Die FMC. Jetzt muss ich noch, glaube ich, was. Habe ich schon die Arrival Route? Auckland Intercept. Ach ja, die habe ich schon eingegeben, genau. Und habe ich Init Performance Cruise Next Phase Descent Managed. Flaps 3 oder. Uiuiui, da sind wir aber sehr schnell. QNH ist 1012 und Temperatur weiß ich nicht genau, glaube ich so 24 Grad. Und dann noch hier auf Rudnav. Aber wir haben ja keine ILS-Frequenz, weil wir ja einen Visual Approach machen. Okay. Was ist denn jetzt? Ach so, ich bin da in der FMC-Ansicht. Sorry! So, dann stellen wir da mal was ein. Nämlich, so schön es ist, 2500 Fuß. Dann machen wir mal Speed Managed. Und schauen wir mal, wie der Approach läuft. Ist das nur so. Jetzt bin ich beruhigt, wenn das so ist. Was kann man da verändern? Gar nichts. Ja, noch 30 Meilen. Also circa da hier so sollte das irgendwo sein, der Top of Descent. Und dann schaue ich da mal, wie schaut's aus mit dem Fuel. Wir haben noch viel zu viel. Wir haben noch viel zu viel. Was bitte, 14 Tonnen? Ich habe doch nur 10 Tonnen getankt. Also ich habe vergessen zu tanken. Oh nö.
oben haben wir so eine hohe Approach Speed. Na, da muss ich jetzt kurz was ändern. Drum hatten wir auch so eine hohe Rotate. Oh Gott, Leute. Jawohl, ja. Das ist doch gleich mal was anderes. Jetzt haben wir noch 4,7 Tonnen und jetzt müssen wir natürlich die Speeds auch noch mal neu. Ich nehme die 141 Knoten. Das ist schön und gut. Ich habe mich ja schon gewundert, dass mir das nicht aufgefallen ist. Ach, ich habe ja mit dem Airbus X Fuel Planner. Ich habe zwar den Fuel übertragen, aber dann habe ich. Entschuldigung. Dann habe ich mit AES den Fuel Truck angefordert und ich glaube, der tankt dann auch mal voll auf. Upsi. Haha. Peinlich, peinlich. Darum sind wir auch so schwer gestiegen. Es gibt keinen Flug, wo ich nicht irgendetwas falsch mache. Es ist ein Drama. So, jetzt nochmal die Descent Preparation Checklist, Seatbelt Signs sind on, Landing Information received, MCDU programmed, Altimeter checked, Standard und Altitude to Descent set. Das haben wir schon gemacht. Noch gute 20 Meilen. Und man soll ja den Descent immer schon etwas vorher einleiten, so zwischen 20 und 15 Meilen vor dem TT. Das heißt, ich warte noch ein paar Sekunden. Ich mach mal jetzt die Send. Er bleibt dann so lange auf 1000, also er sinkt so lange nur mit 1000 Fuß pro Minute, bis dieser grüne Balken dann hierher kommt. Hat er jetzt die Spoilers ausgefahren? Nee. Das sehen wir aber, wir sinken schon. So, wenn der ein Punkt ist, dann regelt es der Autopilot. Schön. Sehr, sehr schön. Wer klopft denn da an der Tür? Ach, das ist die Lieblingsstewardess. Aha. Wie sieht sie das, wenn sie bei der Tür hereinkommt? Das sieht sie so. Okay.
hier sieht sie diesen störenden Stuhl, der ja noch nicht da ist. Und dann kommt sie bei der Tür rein und sagt so, oh, hallo die Herren. Also es klopft an der Tür. Wer mag das wohl sein? Kamera an. Ah, da steht die Lieblingsstewardess. Oh. Tür entriegeln. Was geht jetzt nicht? Das geht jetzt nicht beim Airbus EX Extended. Video wieder aus. Ah, da ist sie ja. Dann sieht sie das so. Und dann wird extra für sie der Stuhl ausgeklappt. Und dann sieht sie das so. Ja, lustiges Rollenspiel. Wie geht das schnell? Was ist da für eine Tastenkombination? Gar keine Tastenkombination. Und hier haben wir dann auch schon... Hier ist, glaube ich, Triest oder so. Da ist Triest, genau. Und da haben wir dann auch schon irgendwo dann... Es fällt mir der Name nicht ein. Ist ja peinlich. Split. Und diese Insel hier, das ist Bratsch. Und da war ich, ja, im Sommer. Da habe ich eine, mehr als eine Woche, 2 Wochen im Sommer verbracht. Fast 2 Wochen. Ach ja, seht euch das an. Da ist ein kleiner Flugplatz. Der jetzt in den Wolken verschwindet. Das ist auch ein Da regnet's, oder? Regnet's da? Kann das sein? Ich glaube, da regnet es. Ach, und ihr seht, das grüne Pünktchen, das kommt. Das kommt herunter, das grüne Pünktchen. Und wenn das hier auf dieser Linie ist, wird auch der Sinkflug dann etwas stärker werden, wie ihr seht. So, was ist hier der Luftdruck? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube 12. Dann wird es ja nicht so eine große Umstellung sein. Weil sonst, wenn man von Standard auf regional, also auf aktuellen Luftdruck umstellt, dann passt möglicherweise der die Send gar nicht mehr. Und entweder ist man dann viel zu hoch oder viel zu tief, und das ist manchmal sehr ärgerlich. Weil manchmal ist die Transition Altitude so tief, dass man dann wirklich nicht mehr viel Spielraum hat und dann zu hoch ist für den Anflug, und alles andere könnt ihr euch denken. Ja, das wird ein Visual Approach, was soll ich sagen? Ich bin schon lange nicht mehr mit diesem Flugzeug geflogen. Darum wird spannend. Ach, seht mal, das ist, glaube ich, auch schon Bratsch. Also das hier. Und hier vorne irgendwo wird dann auch schon Split sein. Ihr seht's ja. Es sind nicht mal, es sind gerade noch 60 Meilen. Das heißt, wir sind wirklich schon nahe. Und das wird spannend. Das wird durchaus spannend. Also ich habe mir den Flughafen Split schon mal im FSX angeschaut. Der ist nicht der allerschönste.
Ja, es ist halt Physik-Standard-Szenerie, weil ich mir keine Mühe gemacht habe, eine Frühwehr-Szenerie für Splitz zu suchen im Internet. Darum hat man hier jetzt eine Standard-Szenerie, was aber zu verkraften sein wird für einen Flug. Denn der nächste Flug, den ich mache, wird von Innsbruck nach Wien sein. Da muss ich den, da bedanke ich mich gleich jetzt für denjenigen, der das geschrieben hat, für Wien habe ich bereits eine Szenerie. Das ist die Szenerie von Flight Humper Mega Airport Vienna. Und für Innsbruck werde ich mir dann noch eine Szenerie kaufen, die Approaching Innsbruck. Innsbruck Szenerie. Damit wir da dann auch einen realistischen Flug machen können. Hoffentlich mit Rex. Wenn ich so eine Folge starten würde und euch fragen würde, was glaubt ihr ist das, würdet ihr bestimmt nicht darauf kommen, dass das ein Teil des PFDs ist. Also so ist es ja für die Landung eigentlich gut, aber dann ich will immer ganz herausgezoomt haben. Also so. Und da fliegt sich's einfach am besten. Da hat man den besten Überblick. Da hat man alles. Da haben wir diese. Ich wusste gar nicht, dass man diese Sonnenblende vorklappen kann. Wie geil. Beim First Officer nicht. Wie geil. Wusste ich ja gar nicht. Ja, sehen wir mal. Was tut er denn? Die Sonne ist schon viel höher, als wo wir weggeflogen sind. Wir sind ja knapp nach Sonnenaufgang weggeflogen. In Frankfurt. Und jetzt sind es nur mehr 40 Meilen zum Airport. Wir kommen ihm immer näher. Wir kommen ihm immer näher. Es ist jetzt um die 8.40 Uhr. Also es ist 8.40 Uhr, weil hier steht 6.40 Uhr und das ist UTC und da muss man 2 Stunden dazu rechnen und dann hat man die mitteleuropäische Uhrzeit, die auch für hier gilt. Das heißt, es ist 8.40 Uhr und circa um 7 Uhr sind wir gestartet, das heißt, wir fliegen schon 1 Stunde und 40 Minuten. Und circa in 20 Minuten werden wir dann schon am Boden sein und die Passagiere werden aussteigen. Und jetzt kann ich schon mal das Terrain anmachen. Weil das Terrain ist hier ganz wichtig, weil hier sehr viele Hügel und Berge sind. Und darum mache ich das jetzt einfach gleich mal an. Und ach ja, ihr seht schon, hier ist schon Oklaf und bei Oklax heißt das. Bei Oklax beginnt unsere Arrival Route. Für die Runway 23. Das heißt, wir sind jetzt schon im Arrival. Warum fliegt er mit Idle rum?
Ich betrachte gerade den Plot. Da irgendwo müsste dann schon der Flughafen liegen. Und wir sind jetzt noch auf 15.000 Fuß, was mir doch etwas hoch erscheint. Dann müssen wir da hinten halt mehr ausholen. Macht ja auch nichts. Noch mehr reinzoomen. Und ich glaube, ich kann jetzt schon Activate Approach Phase. Machen. Was ja stimmt. Dass wir schon mal langsamer werden. Was ich für vernünftig finde. Oder was ich vernünftig finde. Ja, ich führe mit euch gerade eher ein nicht so spannendes Gespräch. Ich stottere ab und zu wirres Zeug vor mich hin. Aber ja. Ich weiß nicht viel zu sagen gerade. Also da ist der Flughafen jetzt irgendwo in den Wolken drinnen. Jetzt geht's auch in die Wolken rein. Und auf geht's, würde ich sagen. In den Approach. Dreh rum, dreh rum, dreh. Ach, der Airbus übersteuert immer. Jedes Mal. Das ist echt nervig. Ja, jetzt müsste man den Airport eigentlich sehen. Tut man aber nicht. Ach, ich glaube, der ist da irgendwo. Ja, ich glaube, der ist da. Wenn man auf der anderen, auf der 05, auf der Runway 05 anfliegen würde, würde man ja übers Meer anfliegen. Ich glaube, in 10.000 Fuß. Landing Lights on. Und Wing Lights on. Jetzt leuchten wir wieder schön, nehme ich an. Wo sind die Landing Lights überhaupt? Ach, die sieht man beim Airbus im Hellen gar nicht. Das sind da. Die werden ja eingeklappt, wenn man auf Retracted geht. Das kann ich euch noch mal kurz zeigen. Und da sind sie jetzt eingeklappt. Und wenn ich sie ausfahre, dann sind sie draußen.
Ich glaube, ich kann. Aber was habe ich jetzt? Flaps full, full. Ich glaube, ich kann nämlich die Flaps jetzt schon mal auf 1 setzen. Das würde sicher nicht schaden. Um dann doch noch mal eine Spur langsamer fliegen zu können. Und dann auch gut zu landen. Aber ich bin mir selbst noch etwas zu hoch. Und das geht mir auf die Nerven. Nehmen wir mal 2-2. Nehmen wir mal 2-2. Werden wir sehen, was er dann macht. Ja, genau, das passt mir schon mal gut. VC Flaps. Ach, Speed Breaks. Nur ganz ein kleines Stückchen. So, genau so wollte ich das. So, und jetzt 6000, ich glaube, das ist die Übergangshöhe. 1010 ist hier Given Age. Und jetzt kann ich auch schon mal wieder ein bisschen verringern, die sind gerade. Hoffentlich haben wir für den Sichtanflug nicht allzu schlechtes Wetter. Aber wie es aussieht, ist das gerade nicht so prickelnd. Ich hoffe, das ändert sich noch. Seht euch das mal an. Für den Visual Approach ist das ja nicht gerade passend. Würde ich mal meinen. Warum sind die voll ausgefahren? Das wollte doch keiner. Irgendwie da so. So. Manual heading. Mache ich gleich mal. Und das ist jetzt Bratsch. Und dahinter irgendwo ist der Airport von Split. Ich bin auch schon auf 2500 Fuß. Und ich drehe jetzt mal darüber in den Gegenanflug. Ich bin nur skeptisch, warum mir das Terrain jetzt nicht angezeigt wird. Das ist mir jetzt aber relativ schnuppe. Schauen wir mal den Wind an.
Ach, sind ja nur 4 Knoten. Sind ja nicht viel Wind. Aber trotzdem scheint der Autopilot schon etwas mit dem Wind zu kämpfen. Ich bin ja gespannt auf den Anflug, wenn da solche Berge sind. Ach, da ist der Airport, ich sehe ihn. Ich sehe den Airport. Seht ihr die Flughafengebäude da? Da ist die Runway, da ist die Runway. Ich sehe sie, ich sehe sie. Ihr habt sie auch gesehen wahrscheinlich. Ich mache jetzt doch mal zweifache Zeitbeschleunigung rein, weil sonst werden wir hier ja noch verrückt. Und dann gehen wir mal die Approach-Checklist durch. ECAM. Set Engine. Mache ich wieder auf normale Simulationsrate. Pilot's Table Still. Cabin Signs. Checked. Und der Altimeter ist set. Cross check 1010. So. Und das nächste ist dann die Final Checklist. Jetzt sehe ich den Airport wieder nicht. Ich werde dann hier entlang einfach fliegen. Und irgendwann werden wir dann schon auf Runway Heading sein. Würde mir nur leichter fallen, wenn ich den Airport sehen würde. Ich sehe ihn auch wieder. Da ist er. Oh Gott, das wird ein schwerer Anflug. Ich sehe es kommen, nicht Leute. Ich sehe es kommen. So, jetzt eindrehen. Und meine Güte. Ich drehe mal so in die Richtung. Nehme ich mal an, dass das gut hinkommen würde. Bisschen mehr sogar noch. 0 Grad. Kommt hin. So, jetzt drehe ich schon weiter ein, dass ich hier so schön entlang komme. War die Klappen schon mal 2 Stufe aus. Und drehe noch weiter ein. Ah ja, ja, der Anflug ist ja zum Haare ausreißen. Aber er macht Spaß, auf jeden Fall. Danke an denjenigen, der mir das Kommentar geschrieben hat. Wäre ich sonst nicht darauf gekommen. Ah ja, okay. I have the runway in sight.
Ich mach gleich mal rotzefrech den Autopiloten aus. Gusch! Flaps 3. Gear down. Wir sind schon fast vor der Landung und ich bin viel, viel zu hoch. Alter, seht euch das an, den Approach. Daneben die Berge. Hui, 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 hui. Ah, mein Herz schlägt. Mein Herz schlägt. Gear down, free green. Flaps full. Spoilers armed. Landing checklist completed. Meine Fresse. Da so nah neben den Bergen. Das mag ich eigentlich überhaupt nicht gern. Jetzt circa eindrehen. Und ich sehe die Runway nicht. Das ist sehr beunruhigend. Nee, das war noch zu früh. Mal schon mal etwas auf Runway Heading. Noch ein Stück eindrehen. Vielleicht wird es ein Go-Around. Man weiß es nicht. Autothrottle aus. Oh! Leute, ich habe Angst. Ich habe so Schiss. Ich weiß nicht, für wie viele Leute ich da die Verantwortung trage. Wenn wir alle tot sind. 400. Checked. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Nur die Landung jetzt nicht versauen. Retard 5. Ja! Der Vogel ist unten! Ja! Und das war doch eine Hammerlandung. Ich fand die so geil. Ich fand den ganzen Approach einfach so geil. Ich muss mir eine Sofortwiederholung anschauen. Seht euch das an. Ich fand das so geil. So wunderschöner Anflug und ich fand die Landung auch so wunderschön. Ich habe genau im richtigen Moment eingedreht und nicht überdreht beim Einkurven auf die Runway. Und war dann sehr stabil im Anflug, was mich verwundert hat. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das so stabil hinbekomme. Und jetzt da, bisschen zu tief, aber doch, da bin ich dann nur mehr ganz wenig gesunken. Und habe etwas zu viel geflärt, ist mir vorgekommen. Aber ich fand das... Applaus bitte für mich. Bitte. Leute. Ich fand die... Das war die beste, die zweitbeste Landung in meinem Leben. After Landing Checklist. Zuerst rolle ich mal von der Runway.
die Landung geil. Überhaupt der Anflug hier. So, After Landing Checklist. Transponder Standby. Etwas langsamer rollen. Flaps up, Taxi Lights. Runway Turn off ist schon zu spät. Landing Lights off and retracted. Spoilers sind schon eingefahren. APU. Start. Engine Mode Selector checked und Brake Temperature checked. Ich bin so erleichtert. Das war so easy cheesy. Ich bin da so schön eingekurvt, so knapp und dann aber so schön gelandet. Ich bin richtig, richtig stolz auf mich. Hallo. Parkposition? Zufällig eine frei? Ich glaube, da ist nicht mal mehr eine Parkposition frei. Gucken wir mal. Da stehen zwei Cessnas. Mit offenen Türen. Sehr niedlich. Die Landung geil. Ist das eine Parkposition? Nee. Ich stelle mich trotzdem dahin. Sie ist mir jetzt schnurzegal. Ich stelle mich jetzt rotzefrech hier hin. So in die Ecke. Aber so, dass ich kein Pushback benötige. So. So benötigt man keinen Pushback. Ja, ich glaube, so stehe ich gut. Warum? Was macht der? Leute. Ist ja auch egal. Warum wackelt denn der so? Ja, ist egal. Parking Brake set on. Engine Master off. Traffic Cones und Wheel Chocks. Dann kann ich die Parkbremse gleich wegmachen. Engine Master. Both off. Seatbelt Signs. Off. Beacon Lights. Well. Set off. Strobe Lights lasse ich auch off. Ring Lights. Nose Lights off. Nur die Navigation Lights bleiben an. Dann die Fuel Pumps. Alle brav ausmachen. Dann die externe Power. Connecten und einschalten. Und die APU geschwind ausmachen. Und das war's. Das Flugzeug ist, ach so, ja, ADRU off. Bildschirme aus.
externe Power aus und die Batterien aus und das Flugzeug ist wieder im Golden Dark. Ja, die Türen habe ich jetzt nicht geöffnet. Das ist mir jetzt auch egal. Ich hoffe, demjenigen, der sich den Flug gewünscht hat, dem hat er gefallen. Vor allem mein persönlich. Also der Anflug, ich fand den Hammer. Hier so herein und dann hier knapp vor der Runway noch perfekt eingekurvt. Ich bin so stolz auf mich. Ich hätte nie gedacht, dass ich so perfekt einkurve. Müsst ihr wirklich nochmal für mich applaudieren. Und so, ich zu viel geflärt, ein bisschen zu viel geflärt. Aber sonst, so lala. Es gibt wirklich nichts zu einfach nichts Schlechtes. Wie lang ist denn dieses Video wieder geworden? Sehe ich mal nach. Huiuiui. 38 Minuten. Dann sage ich, danke, dass ihr dabei wart. Seid auch beim nächsten Flug Innsbruck-Wien wieder dabei. Macht's gut, euer GrimLLP.